der 14. Veranstaltung im Rahmen der Vortragsreihe der Rencontre économique luden das WU-Institut für romanische Sprachen in Zusammenarbeit mit hochrangigen Vertretern der französischen Wirtschaft in Österreich einen ganz besonderen Gastredner ein. Im Rahmen dieser Ausbildung Französisch für künftige Manager, Managerinnen finden eben diese Rencontre économique statt. Wenn der französische Botschafter kommt, hat das natürlich ein bisschen einen größeren Rahmen, der das rein ökonomische etwas übersteigt. In den letzten zwei Jahren hat es so viele politische Entwicklungen innerhalb der EU, abgesehen von den populistischen Entwicklungen und so weiter. Also die Zeit war vielleicht reif für so eine Veranstaltung heute über das übliche Format unsere Rencontre économique hinaus, hin zu einem Thema Europa. Unter dem Motto Österreich, Frankreich und die Europäische Union. Was können wir gemeinsam erreichen? Beleuchteten der französische Botschafter seiner Exzellenz François Saint-Paul gemeinsam mit Botschaftsrätin Claire Thiriot-Quandt das österreichisch-französische Verhältnis und gaben einen ausführlichen Einblick in Macrons Reformideen für Europa. Entweder wird die Geschichte ohne Europa weiterlaufen oder wird mit Europa. Man kann nicht die Geschichte aufhalten. Die Frage ist nur, wollen Sie Teilnehmer sein oder wollen Sie Beobachter sein? Für mich das ist sehr interessant, weil ich bin ein Europäer. Am Ende Europa, das ist ein Projekt für die Kommenden, für die Jungen. Deshalb empfinde ich eine Verantwortlichkeit, meine Verantwortlichkeit zu erklären. Aber ich erwarte von den Studenten auch, dass sie sich für diese Bewegung, europäischen Bewegung, für dieses Projekt, dass sie sich engagieren. Das ist ihre Zukunft. Ich fand vor allem, dass er sehr klar darüber geredet hat, wie europäische Politik funktionieren kann und vor allem positive Aspekte. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, es betrifft uns alle, ja, und das ist natürlich toll, wenn man da an den Ressourcen selbst, an den Plänen, er weiß ganz genau, viel besser ist jedes Art von Medium, das sozusagen direkt zu hören, ja, und sich selber eine Meinung zu bilden. Einer der großen Mehrwerte der Rencontre économique, dass die Studierenden auch einen Einblick bekommen in diese Lebensläufe dieser hochkarätigen Managerinnen und Manager. Weil wir sie immer bitten, vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Der große Unterschied zu den üblichen Rencontres heute war, dass die Rencontre auf Deutsch stattfinden sollte. Es ist das Ganze auch selbst ein interkulturelles Erlebnis. Nicht? Wie stellt ein französischer Botschafter die Position Frankreichs dar? Wie stellt er sich als Europäer dar? Einen Botschafter zu erleben, wie er seinen Beruf lebt und eben die Politik seines Präsidenten erklärt, auch das schon ist ein Erlebnis. Der tiefer liegende Grund, weshalb ich mich da sehr gerne engagiere, meine ich, dass wir hier wirklich einen Beitrag zur interkulturellen Kommunikation leisten. Und nicht zuletzt, das ist vielleicht das etwas altertümliche Wort dafür, zur Völkerverständigung. Wir wissen alle, es ist nicht immer einfach in der europäischen Politik auf Lösungen zu kommen. Und mich interessiert, dass er uns mal einfach Wege gezeigt hat, wie man ein gemeinsames Miteinander schaffen kann.